Hallo liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen in Folge Nummer 6 hier beim Ostersuchevent 2019 auf dem Unlimited World Server. Ja, heute wieder eine Aufnahme mit mir alleine und gleich zu Beginn ganz traurig. Es ist definitiv die letzte Aufnahme von dieser Osterkarte 2019. Ja, die möchte ich mit euch nochmal ein bisschen genießen, nochmal ein bisschen, ja, ein paar Impressionen vielleicht einsammeln, nochmal ein bisschen schnacken. Denn, ja, ist leider wieder was dazwischen gekommen und, ja, ich kann hier leider nicht weiter drauf spielen, weil ich jetzt, ja, meinen Ort hier am Rechner verlassen muss. Das ist ein bisschen traurig, aber na gut, kann man nichts machen. Dieses Jahr ist eh einiges schiefgegangen, was aber nicht an Unlimited World liegt, sondern tatsächlich an mir oder der beschissenen Krankheit hier, die Erkältung. So, aber mir geht's wieder recht gut. Ich bin wieder einigermaßen fit, ganz der Alte. Ein bisschen ist die Nase noch so ganz leicht, so ein bisschen Schnodder da drin, ne? Aber ansonsten geht es. So, und jetzt ist erfreulich, schaut mal da rechts bitte auf das Oster-Event. Gesamt 650, gefunden 622. Was bedeutet das? Es sind 5 Eier dazu gekommen. Wie kann das passieren? Ich habe tatsächlich, ja, den Turm geschafft. Wo ist er? Da hinten irgendwo. Habe ich den Turm geschafft, ja? Hier in der Burg. Da, Jump and Run, yay! Bin ein paar Mal vom Zaun geflogen, ganz oben. Hab mich voll geärgert. Zuerst freue ich mich, geil, ich war oben. Wo ist denn das Nest und so, ne? Hab mich erstmal voll gesucht. Und da meinte der Drachen 83 zu mir so, ey, nee, da ist ein Zaun, da musst du noch raufhüpfen, um aufs Dach zu kommen. Ich so, was denn für ein Zaun? Und dann sehe ich, ist da so ein Zaun und ich voll Übermut hüpfe da mit Doppel-W auf den Ding ruf. Aber ich bin so weit gehüpft, dass ich erstmal voll unten im Teich wieder gelandet bin. Ich so, geil, geil gelaufen, ey, ja, läuft hier, ey, cool. Ja, dann wieder die ganze Strapaze da nach oben. Na, ihr kennt das ja alle, ne? So, und jetzt sind wir hier auch, Windmühle, was bedeutet das? Hier ist auch nochmal ein Jump'n'Run, Leute, und ich war so kurz davor, ja. Das ist immer so ärgerlich, wenn man das so glaubt zu schaffen. Und ja, dann ist das immer so nervig irgendwie, ne? Also, ja, die letzten Sprünge dann, und dann fängst du von vorne an und dann stellst du dich genau wieder so, ich weiß auch nicht, du hast ja so gemerkt, so wie du gesprungen bist, aber dann klappt das nicht mehr beim nächsten Mal. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also irgendwie muss ja so eine Technik dabei sein, ja, keine Ahnung. Aber ich gebe jetzt auf, also was heißt, weil es hat einfach keinen Sinn, weil was bringt das jetzt, wenn ich das jetzt hier schaffen würde? Und, ja, dann, ja, guck mal hier, wo bin ich jetzt gelandet hier? Ja, da muss man erst hier Pause machen. Nee, da muss man Pause machen und von da auf die Leiter, ja. Wobei ich gesehen habe, dass einer das geschafft hat, der ist von hier dahin. Wie der das hingekriegt hat, das ist mir auch ein Rätsel, weil meiner Meinung nach durfte das gar nicht gehen. Aber gut, das habe ich bei den Vierersprüngen auch gesagt. Und dann wurde ich, als ich mir ein Tutorial angeguckt habe, Besseres belehrt, ne? Das waren ja so eine Jump-and-Run-Pros, die haben einen dann zum Glück mal auf YouTube hier so ein bisschen erklärt eigentlich so, wie man dann da abspringt, ne? Und ich habe immer den Fehler gemacht, den kann ich euch mal zeigen, den Fehler, den ich gemacht habe. Zum Beispiel bei sowas hier. Wenn das hier so eine Kante ist, ich bin dann immer so ganz so am Rand rangegangen und bin von da aus dann immer losgejumpt. Und die meinten, nee, stell dich mal so ganz hier nach hinten und dann machst du so zweimal nach vorne und dann kannst du, wie gesagt, so richtig dann springen, so wie hier. Ja, das muss man ja erstmal wissen da, so eine Techniken. Das steht nicht in der Wiki drin. Huch, da steht ja einer. Habe ich den jetzt was geklaut? Schoki noch was, keine Ahnung. So. Ach Mann, ja, das ist jetzt immer der Vorführeffekt hier. Du hast mich abgelenkt. Nee, Leute, könnt ihr glauben, ich habe das geschafft bis hierhin. Dann stand ich da auf dem Sprungbrett und dann wollte ich da ranspringen und dann ist dann auch nochmal was passiert. Ne? Da, ich weiß auch nicht, was da los war. Naja, aber egal. Ich bin sicher, dass ich es geschafft hätte. Sage ich nicht nur so, bin ich wirklich überzeugt davon, weil, wie gesagt, ich bin da sehr ehrgeizig, was das angeht. Und das war ich letztes Jahr auch schon. Und wir haben jetzt auch wirklich durch die Zeit, wir haben da hinten das Jump'n'Run geschafft. Wir haben das da mit dem Kran geschafft. Wir haben das da hier mit diesem, was war das da noch? Dieses komische weiße Haus haben wir geschafft. Wir haben die andere Mühle haben wir geschafft. Also es sind jetzt eigentlich noch zwei. Dieses hier und, was war das noch? Das Krankenhaus. Nee, die Kirche. Die Kirche, genau. Die Kirche haben wir auch noch nicht gemacht. Also es sind zwei, die noch offen sind. Dann hätten wir alle Osternester. Rein theoretisch, bis Sonntag 22 Uhr müsste ich es eigentlich packen. Die Scheiße ist nur, Leute, und jetzt muss ich es einfach sagen. Jetzt muss ich es sagen. Ja, und zwar meine Eltern, die kamen spontan auf die Idee zu verreisen. Ja, die fahren nach Büsum da. Ja, irgendwie nach St. Peter-Ording oder so. Da oben wie im Norden da oben raus von uns hier aus Berlin. Und die haben sich da ein Hotel gebucht und ja, da haben die gefragt, ob ich auf die kranken Katzen von uns aufpassen kann. Also meine Mutter hat ja 5 Katzen
Und ja, weil meine Mutter mir auch immer hilft, gerade wegen meiner Behinderung am Beine, die geht dann auch immer für mich einkaufen mit oder beziehungsweise mit ihrem Auto fährt sie mich dorthin, auch Bier holen und so. Und ja, ganz klar, da kann ich nicht Nein sagen, ne? So, Family geht vor, ganz klar. Und aus dem Grund habe ich gesagt, ja, komm, kein Problem. Und ich hau dann heute, jetzt hier, gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Samstag, habe ich gesagt, komm, ich hau dann jetzt um 13 Uhr ab und dann passe ich auf die Katzen auf und bleib dann bis zum 1. Mai da. Naja, und bis dahin ist das Oster-Event natürlich vorbei. Ansonsten hätte ich nämlich so gemacht, dass ich heute jetzt wirklich hier den ganzen Abend noch an der Mühle hier rumgeknuspert hätte. Wie gesagt, Ehrgeiz habe ich genug, ja, und ich habe auch richtig Bock, da oben noch das Ei zu holen, das Osternest. Und dann hätte ich mich morgen noch mal den ganzen Tag um die Kirche gekümmert und dann hätte ich wahrscheinlich, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, weil die Jump'n'Runs wirklich zu schaffen sind, hätte ich das wahrscheinlich auch, ja, bekommen. Naja, kann man nichts machen. Dieses Jahr ist einiges schief gelaufen und aber das liegt wie gesagt nicht an Unlimited World, sondern das liegt tatsächlich an mir. So, was machen wir jetzt? Da rumspringen kann ich mich eh nicht konzentrieren, da brauche ich Ruhe. Aus dem Grund möchte ich ganz gerne mal wissen, wenn es 250 Eier gibt und mir fehlen zwei Osternester, dann, wenn ich das jetzt richtig rechne, müssten das 635 Eier sein. Aber dann würden ja immer noch 25 fehlen. Nee, 15 fehlen. Oder frage ich mich, wo sind die? Wo sind die? Das heißt also, diese Eier, die können wir vielleicht nochmal suchen zusammen. Das wäre ganz witzig herauszufinden, wo wir die haben vergessen. Das heißt, wir können gerne nochmal hier so ein bisschen alles absuchen am Hafen. Wahrscheinlich waren wir da schon tausend und einmal gewesen. Was ich allerdings nicht gemacht habe, sind hier die Wege alle abgelaufen. Das mache ich irgendwie bei keinem Event hier auf Unlimited World. Das heißt, es könnte durchaus möglich sein, dass hier so eine Easy-Peasy-Eier mitten auf dem Weg liegen. Ja, unsichtbare oder weiß ich was, irgendwie, die wir dann irgendwie völlig übersehen haben, weil, ja, weil wir die ganze Zeit immer querfeldein rennen. Ne? Vorhin habe ich auch schon gesagt, Mensch, ihr rennt da immer querfeldein. Und ich so, ja, hast du recht irgendwie, was ist denn da los? Ne? Naja, das werden wir ja dann sehen. So, können wir denn aber währenddessen schon mal vielleicht ein kleines Fazit ziehen? Ne, das sollten wir vielleicht mal bei der letzten Folge machen. Also, ich habe ja gesagt, ich habe 10 Platzhalter gesetzt für das Oster-Event 2019. Bedeutet, dass ich 10 Folgen aufnehmen wollte von, ja, ich sag jetzt mal variabler Länge. Ich hätte jetzt gesagt, komm, wir machen jetzt meinetwegen mal eine Folge 30 Minuten, eine meinetwegen eine Stunde, mal für so eine 2 Stunden oder wie auch immer. Also diese Möglichkeit, diese Option, die habe ich mir ja offen gelassen. Aber wie gesagt, es war eigentlich so jetzt doch recht gleichmäßig. Fast immer bei einer Stunde bis auf den ersten Teil. Den haben wir natürlich immer ein bisschen ja, länger laufen lassen, gerade bei den Gemeinschaftsaufnahmen. Aber da bin ich, wie gesagt, soweit zufrieden. Also absolut, das hat alles soweit gepasst. Und jetzt mit 6 Folgen, ja, 6 Folgen sind keine 10 Folgen. Aber wie gesagt, anders ging es nicht. Wäre ich jetzt nicht durch die Erkältung, wie gesagt, dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr aufgenommen. Aber so ist es halt gekommen und ich bin aber trotzdem zufrieden. Ich sage, 6 Folgen von mindestens einer Stunde Länge, das ist auf jeden Fall in Ordnung. So hat man ja fast 6 Stunden Material, Leute. Ja, 6 Stunden Oster-Event-Material. Das ist auf jeden Fall mehr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Aber es ist auf jeden Fall mehr, als was wir 2018 hatten. Ja, und das kam ja auch gerade sehr gut an, dass ich da so ein bisschen intensiver das alles hier aufnehme und alles ein bisschen zeigen tue. Und gerade so für die Leute, die sich dann auch ein paar Inspirationen suchen wollen. Ja, also finde ich auf jeden Fall cool. Bin ich zufrieden. Da gibt es nichts zu meckern, denke ich mal. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es eine gute Idee war, dass ich das einfach mal alles aufzeichne. Ja, 2 Folgen waren im Schnelldurchlauf gewesen. Die hatten wir ja auch gehabt. Und ich habe aber nicht volle Geschwindigkeit gemacht, sondern auch nur ein ganz kleines bisschen, sodass es dann noch ein bisschen, ja, Atmosphäre rüberkommt. Weil wenn man da volle Power da reinkloppt, dann geht meistens immer Atmosphäre verloren. Ja, also deswegen, ja, denke ich, war auch hier diese Entscheidung gut gewesen. Zum anderen, das Feedback, was ich jetzt so mal im Forum schon mal gelesen habe, jetzt auch von anderen Usern, die hier drauf gespielt haben, aus der Community direkt, das ist über, ich würde sagen, doch eigentlich eher positiv. Also diese Geschichte, dass die Jump'n'Runs dieses Jahr einfacher sind als 2018. Einfacher in dem Kontext, dass man, ja, dass sie halt zu schaffen sind, auch für Laien, die sich vielleicht nicht so mit Jump'n'Run vertraut fühlen, ne? Also die das nicht regelmäßig machen und da voll die Pros sind, wo ich immer sage. Ja, also dies kann ich bestätigen. Also ich finde auch, ich habe ja noch alle gut in Erinnerung aus dem letzten Jahr. Und hier muss ich ganz klar sagen, hier gebe ich volle Zustimmung. Jump'n'Runs waren alle zu schaffen. Ja, mit ein bisschen Übung, wie gesagt, ein paar Sprünge musste man sich ganz klar einstudieren. Aber ganz klar, die waren definitiv einfacher. Und ich finde, die waren auf einem Niveau,
was dem Durchschnitt entspricht. Also das kann man gerne so lassen, da habe ich absolut kein Problem mit, weil wie gesagt, hier auch Amateure und Laien das schaffen. Oh, jetzt muss der Dave weghören, aber gut, der Dave, der ist halt nicht so ehrgeizig und deswegen sagt er bei allem Jump'n'Run schon, bei allem Blocksprung, aber wenn hier so ein Sprung ist, ne, wie bei dem Kran, da sagt, nee, das schaffe ich nicht, das mache ich nicht. Zeitverschwendung, sagt er. Ja, aber das ist natürlich affig ein bisschen, weil das ist, natürlich ist das zu schaffen und da gebe ich dem Server-Team absolut recht. Da hab da muss ich mich einfach bedanken, dass es dieses Jahr definitiv einfacher ist. Ganz klar. Ja, also das gibt's keinen Weg dran vorbei. Ansonsten hätte ich die auch nicht geschafft. Ja. Und die haben auch Spaß gemacht, fand ich, weil die waren nicht so eintönig. Die waren wirklich mehr so, ja, mit der Mühle und so. Das fand ich ganz interessant, die Sprünge. Die waren auch alle so ein bisschen, ne, die waren schon interessant, finde ich, die Sprünge. Und auch so diese Idee mit der Kirche, gut, das kannte man ja schon aus der Kathedrale von 2018. Und mit der Mühle fand ich richtig geil, auf diese Windmühlenblätter da springen. Gut, das hat sich jetzt zwar wiederholt, wobei da hinten das mit diesem Slimeblock, das ist ein Element, was neu war. Das kannte ich so auch noch nicht. Fand ich auf jeden Fall auch interessant. Schade, das hätte ich am liebsten jetzt auch noch gemacht. So, genau. Was kann man noch sagen so als positiv? Ja, positiv wurde auf jeden Fall aufgefasst, dass die Map wieder ein bisschen, ja, komprimierter ist als die Halloween-Map. Das habe ich auch herausgelesen. Dem stimme ich auch zu. Da war ich ja einer der größten Kritiker, die gesagt haben, um Gottes Willen, diese Laufwege dort beim Halloween-Such-Event, die waren ja furchtbar. Da hat man ja Lust verloren. Und das ist hier gar nicht. Also hier ist überall, kannst du sofort hingehen. Hier gibt es null Laufwege, weil irgendwie gibt es immer etwas zu entdecken. Man kann überall reingehen. Ja, man kann sich alles angucken und alles ist hier in unmittelbarer Nähe. Guck mal, hier ist ein riesen Hafengebäude, hinten ist schon ein Schiff, da ist ein Turm, da ist ein Baum, da ist eine Insel, da ist eine Brücke. Also hier ist ja ständig irgendwas los, da ist ein Kran. Also hier kannst du überall gucken, hier ist immer was. Und das hatten wir beim Halloween-Such-Event natürlich nicht gehabt. Ne? Also aus diesem Grund muss ich auch hier recht geben. Auch hierfür schönen Dank, dass die Kritik auch angekommen ist und angenommen worden ist, dass wir hier wieder eine schöne, komprimierte Welt haben. Ja, jetzt war natürlich die andere Fraktion da, die gesagt hat, naja, aber dann ist es ja so unübersichtlich und ist ja so bunt und so klein oder auch die Ränder, die sind vielleicht nicht so schön abgeschnitten, wo die Barriere ist. Da sage ich so, ja, klar, logisch ist alles ein bisschen verwinkelt da und ich schätze mal, es ist schwierig, einen Mittelweg zu finden und ich habe mir jetzt für mich selber, Freunde, subjektiv, habe ich mir jetzt mal so überlegt, wie ist denn diese Kritik aus dem Forum dort gemeint gewesen? Also ich habe die mal so ein bisschen auf mich einwirken lassen und habe mir das Ganze mal so angeguckt, ja, und mal so überlegt, durch den Kopf gehen lassen. Und da habe ich halt gesagt, so, es ist halt verdammt schwierig, einen Kompromiss zu finden, weil ich selber sage auch, der Spirit, der ist hier definitiv vorhanden. Ja, ich liebe ja diesen Spirit, so diese Atmosphäre, die rüberkommt, ja, diesen Spielspaß im Gameplay selber. Aber wenn ich jetzt einen direkten Vergleich mache zu der Karte, muss ich sagen, die Karte von 2018 finde ich immer noch geiler. Und warum? Ich sag mal so, es war einfach mehr so verschiedene Dörfer, verschiedene Ebenen, wo man spielen konnte. Und es war nicht alles nur so ein Dorf. Das sieht ja aus so wie alles ein Dorf, ne? Wir haben hier zwar so einen Hafen, wir haben da eine Burg wieder, ja, und so. Aber es ist irgendwie so diese kleinen Inselchen, die fehlen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die noch so ein bisschen größer ist. Nur hätten wir jetzt die gleiche Map genommen, aus dem 2018. Da hätten bestimmt ganz viele gesagt, wieder die gleiche Map, dann ja schon zum dritten Mal und so. Ja, also es ist verdammt schwierig, glaube ich. Und ich möchte nicht in der Verantwortung des Serverteams stecken, weil ich glaube, die dürfen sich am Ende immer das Genöle anhören. Aber diesmal gibt es von meiner Seite aus nichts zu nölen. Also da braucht das Serverteam keine Angst zu haben, dass ich hier wieder harsche Kritik von mir herausposaune. Ja, das mache ich auf gar keinen Fall, weil ich bin wirklich dankbar und ja, also das ist ganz klar. Das ist so, jetzt sollte es eigentlich klappen. Ja, passt. Naja, auf jeden Fall bin ich da, wie gesagt, dankbar für, dass überhaupt so ein Event wieder ermöglicht worden ist. Und es ist wirklich versucht worden, auf alle Bedürfnisse einzugehen. Und ich denke, es ist gelungen. Es ist ein gelungenes Osterfest, Oster-Event, Such-Event-Fest. So nenne ich das jetzt einfach mal 2019. Und ja, absoluter Wahnsinn, Leute. Und schaut euch das an. Wir haben 622 Eier, also sogar noch 22 Eier über dem, was erforderlich ist, um die drei Köpfe, die wir letztes Jahr auch hatten, zu bekommen. Also das ist absoluter Mega-Wahnsinn. Ja, ich finde das richtig nice irgendwie, richtig geil. Und ja, jetzt fragt sich, wo die restlichen sind. Also eigentlich, ich denke mal, der Dave wird das auch gesagt haben und der Drachen. Eigentlich müssten wir wirklich alles abgesucht haben, weil wir waren ja, wie gesagt, mehrmals waren wir ja hier auch bei einer Gemeinschaftsaufnahme. Ich kann euch übrigens empfehlen, auch nochmal bei Minecrafter Dave vorbeizuschauen auf seinem YouTube-Kanal und da auch nochmal ein bisschen zu gucken.
Er hat auch fleißig aufgenommen, so viel wie ich weiß. Beim Drachen könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Der hat auch aufgenommen. Ramona leider nicht. Das hat mich ein bisschen verwundert. Aber gut, das werdet ihr auch jetzt nachhalten. Ja, so was das soll. Die war nämlich zu Hause gewesen, das weiß ich. Die hätte durchaus zocken können hier. Da muss irgendwas gewesen sein, keine Ahnung. Oh, hat sich noch nicht geäußert dazu. Und beim VZappi, glaube ich, dann nimmt auch ein bisschen auf. Also das heißt, da ist wirklich ordentlich und da ist jede Menge Material dieses Jahr zustande gekommen. Und ich denke mal, das ist richtig geil, oder? Ich finde das richtig cool. So, ja, die schönsten Gebäude habe ich schon gesagt, was ich finde. Die Käserei, die werde ich übrigens übernehmen in meinem normalen Let's Play. Die werde ich mal nachbauen. Allerdings nicht mit Cobblestone, sondern mit Holz. Möchte ich die ganz gerne nach... Was ist das denn hier? Mit Holz. Und da freue ich mich auch drauf. Also habe ich mich da richtig schön inspirieren lassen. Ja, und dafür sind ja diese Events auch immer super, weil man halt sehr, sehr viele Gebäude auch auf einen Fleck sieht. Ne, vom Stil her zumindest. Und so eine Käserei habe ich noch nie in Minecraft gebaut. Und diese Idee mit den Schwämmen, die war einfach fabelhaft gewesen. Ja, so. Als zweites natürlich, als Gimmick, als kleinen Scherz, ja, fand ich natürlich hier die Geschichte mit dem Fernsehstudio. Das war natürlich so auch wieder so ein Ding, so, oh, das ist wieder sowas Exklusives, das ist wieder sowas Verrücktes irgendwie, ja. Und da habe ich auch im Forum schon gelesen, ja, wieso hat der Osterhase denn da keine Eier drin versteckt? Ja, da muss ich ganz klar sagen, ja, das ist die Frage, stelle ich mich jetzt auch an die Leute, die hier, wie gesagt, die Eier versteckt haben. Was war denn da los gewesen? Da hattet ihr da keinen Bock gehabt, die da unten zu verstecken? Oder wolltet ihr das nicht? Also vorsätzlich? Oder habt ihr das vielleicht gar nicht bemerkt, dass da so ein unterirdisches Fernsehstudio ist? Gleiches gilt übrigens für die Käserei. Unten in den Katakomben der Käserei war auch nicht ein einziges Ei gewesen, ja? Also das waren so zum Beispiel zwei so eine Sachen, da wo ich auch gesagt habe, so, nanu, also da wäre doch mal so ein Platz für ein Osternest oder so, oder für ein Ei, wenigstens ein Ei, ja? Wäre doch mal richtig nice gewesen, da so das zu verstecken. Aber das habt ihr nicht. Warum nicht? Frage. Schreibt es in die Kommentare, warum ihr da keine Eier rein versteckt habt. Wolltet ihr das nicht oder durftet ihr das nicht oder so? Keine Ahnung. Ja, stattdessen wurde das natürlich auch charmant aufgefasst mit dem Osterhase und dem Lokus, ne? Weil festgestellt worden ist, Mann, der musste aber oft auf den Lokus hier, weil der ist ja da, jetzt Eier da halt immer auf dem Klo gewesen, ne? Naja, der hat da halt ein Eierlicht auf dem Klo, ne? Das ist fast ein bisschen... Hier waren wir übrigens schon drin. Und ja, das ist natürlich ein kleiner Spaß am Rande da, ne? Ist okay, so eine Zweideutigkeit ist witzig, aber auf jeden Fall, ne? Kann man ja auch sagen, so okay, das ist so ein bisschen kleine, ich sag jetzt mal nicht Religionskritik, aber schon so ein bisschen so in diese Richtung, ne? So ein Wink halt. Fand ich auf jeden Fall cool. Ja, was ist noch passiert, Leute? Ja, während des Oster-Events 2019 ist ja noch was passiert, nämlich, ja, Mojang hat hier die, oder Mojang, hat hier diese super gehypte 1.14er Version rausgekloppt. Pre-Release 3, ja, Entwicklerversion. Ja, Freunde, also ich weiß, Unlimited World hat da wohl schon gepatcht. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich habe schon eine Folge aufgenommen im normalen Let's Play bei uns. Und es ist ein Graus, es ist furchtbar. Also es ist mit einer der furchtbarsten Version-Updates, die da hier rausgekommen sind im Hause Mojang. Und ich frage mich, was das soll. Also wenn die da noch wirklich in so einer... sind das hier alles Pistons? Ach nee, das ist immer eine Reihe so. Und was ist das hier eigentlich? Waren wir hier schon drin? Manchmal da denke ich immer so, oh, hier ist so ein neues Haus, da warst du noch gar nicht drin. Nee, und wie gesagt, einer der furchtbarsten Versionen, weil ich habe das, wie gesagt, gespielt. Und das war überhaupt nicht spielbar, ja. Also diese Sachen, die laden da ständig immer nach. Ja, die Chunks laden nach oder was, obwohl... Also man geht irgendwo hin, hier der Chunk ist geladen, dann fährst du mit deinem Boot wieder weg, dann kommst du wieder zurück und dann lädt sich das erneut auf. Und da habe ich gesagt, was soll das denn, ey, ja? Und das waren ständig voll die hässlichen Stellen gewesen, ja? Dann die Texturen, die neuen, die sind furchtbar, Leute. Die sind grausig, ja? Also da soll sich mal einer über PureBDCraft, ja, von Sparks beschweren. Also ich weiß nicht, was da bei denen im Köpfchen los war in der Entwicklerstube. Ob die da ein bisschen zu viel gefeiert haben oder so, oder ob die schlechtes Bier hatten, ich weiß auch nicht. Aber diese Version 1.14 ist in der aktuellen Version zumindest grausig. Und ich weigere mich, die irgendwie zu spielen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass zumindest die Fehler, ja, die da drin vorkommen, mit diesem Laden, so nenne ich das jetzt mal, diese Ladefehler, dass die
verschwinden mit der 1.14.1. Das heißt also, ich patche auf jeden Fall erst um, wenn dann eine vernünftige Version raus ist, weil so bringt das nichts und euch Zuschauern auch nichts. Ich sehe jetzt schon die Kritiken kommen, da wo ich die Folge aufgenommen habe. Der Frau Zappi hat ja auch schon aufgenommen, der hat genau das Gleiche bemängelt. Und er hat sich auch gefragt, na, warum machen die denn sowas rauskloppen, wenn das noch nicht mal ausgereift ist? Ja, das weiß ich nicht. Also ich denke mal, es liegt nicht an der Community, der Minecraft-Community selbst. Ich denke mal, die setzen sich selbst unter Druck, um einfach so, ja, konkurrenzfähig zu bleiben. Ja? Also das ist so ein Ding, deswegen kloppen die da halt so übereilig was raus. Aber ich halte das für einen Fehler, so kurz hintereinander so eine, ja, offiziellen Releases rauszukloppen. Aber gut. Das müssen die halt selber entscheiden. Wir sind nur Endverbraucher in dem Sinne und wir können uns das eh nicht aussuchen. Wir können es natürlich beeinflussen, das ist richtig. Nur da wird es wahrscheinlich genug Leute geben, die sagen, naja, aber das ist doch 1.14 und ist nicht mehr 1.13.2, deswegen muss ich das Neueste vom Neuesten haben. Scheißegal, ob die Version flüssig läuft oder nicht. Hauptsache, ich kann sagen, ich habe gepatcht, upgedatet. Ja. Ne, so ist es halt. Das ist unser heutzutage der Zeitgeist halten. Als Philosoph kriege ich das ja mit. Und ja, ist natürlich immer so eine Sache. Naja, muss jeder selber wissen. Aber wir sind ja, wie gesagt, nicht verpflichtet dazu. Wir können ja sagen, komm, wir patchen erst, wenn die Version stabil läuft. Und so mache ich das auch. Aber ich finde es, wie gesagt, affig, so schnell hintereinander was da rauszuhauen, wenn es noch nicht funktioniert. Weil es ergibt für mich keinen Sinn. Also ich finde, hier sollte Qualität vor Quantität stehen. Aber na gut, das ist immer halt Ansichtssache. Ich hüpfe da mal rein. Aber trotzdem freue ich mich natürlich, weil so Lagerfeuer, es gab auf Unlimited World übrigens auch eine Umfrage bezüglich der neuen Items, die es da gibt. Ich habe mir mal die Liste so mal grob angeguckt, also ist ja doch einiges, was da jetzt kommt. Also Lagerfeuer finde ich verdammt interessant, das finde ich eine coole Sache, weil sowas hat gefehlt. Füchse und Pandabären, ja, neue Tiere ist gleichzeitig mehr Bewegung, finde ich gut. Ja, im Dschungel auch mit Bambus und so, da kannst du Baugerüst bauen, finde ich eine gute Idee. Ja, was war das noch? Blast Furnace, kennen wir schon aus dem Modpack, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, der brummt dann halt ein bisschen schneller. Müssen wir mal das Design angucken, ob sie das übernommen haben von Industrial Craft. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung. Aber ist zumindest eine gute Idee. Also wenn auch so ein bisschen mehr Technik jetzt kommt. Ja, eine Glocke oder sowas war dann noch gewesen. Nur eine Glocke frage ich mich jetzt auch, was willst du mit einer Glocke? Keine Ahnung, was die macht. Dann bimmelt das halt. Und ja, was war noch gewesen? Ach, dann irgendwie so ein paar andere. Ein Lesepult oder so. Na gut, das fand ich jetzt nicht so interessant, weil was soll ich mit dem Lesepult? Weiß ich nicht, dann was war noch? Irgendein Ständer oder so? Also ein paar Sachen waren da auf jeden Fall noch. Dann irgendwie so ein Schleifer oder eine Säge oder sowas habe ich da auch noch gesehen. Steinteiler oder so. Fand ich auch ganz interessant. Ja, kann man jetzt Slabs machen. Okay, ist eine gute Idee, finde ich. Das wird zumindest einige, die sehr viel bauen und auf Designwert legen, die werden das auf jeden Fall nutzen, denke ich. Finde ich auch gut. Können wir wahrscheinlich auch benutzen. Ja. Und dann halt noch die große Geschichte mit dem Trade-System, mit den Villagern. Und da sind da wohl noch neue, oder Pillager. Und irgendwie muss man da was beschützen, da das Dorf oder was. Also das habe ich alles gar nicht verstanden, Leute. Ich bin doch nicht mal mit der 1.13 hier klargekommen. Da hänge ich mal wieder total hinterher. Aber auf jeden Fall so, ich freue mich schon auf die Items. Doch, ganz klar. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch gönnen, dann, sobald das stabil läuft. So, als nächstes möchte ich ganz gerne... Hier waren wir definitiv drin. Hier glaube ich auch, wobei ich weiß gar nicht, ob wir hier alle Stände schon kontrolliert haben. Weil das sind so Sachen, die habe ich auch öfters mal überflogen. Das heißt, wir werden mal... Hier war ich mit dem Dave drin. Hier gab es nämlich das Bier. Lecker. Und hier war so ein Zaun, den konnte man erst können, musste man ihn aufmachen. Jetzt ist der die ganze Zeit auf. Und hier war das Ei, glaube ich. Also daran erinnere ich mich. So, jetzt müssen wir die mal alle einzeln mal hier ablaufen. Am besten ist in diese Richtung. Weil das kann sein, dass ich hier eins ausgelassen habe. Weil hier immer überall reingehen, so das ist ein bisschen verwinkelt hier. Deswegen suchen wir die mal ab. Ja, wie gesagt, also dann warten wir einfach mal ab mit der 1.14. Ich werde da auch nochmal so ein Fazit, mal meinen Senf dazu abgeben. So ein kleines Feedback, wenn ich mich damit so ein bisschen mehr vertraut gemacht habe. Aber aktuell, wie gesagt, ist da kein Bedürfnis. Ich habe jetzt auch hier gerade aktuell wieder runtergepatcht auf die 1.13.2 und... Die läuft so stabil, die läuft so geil, also aus dem Grund, ja, sehe ich da momentan zumindest noch keinen Bedarf. Und solange die Unlimited World uns noch die Option lässt zu wählen zwischen den beiden Versionen, ja, soweit ist okay. Optifine ist ja auch noch nicht draußen, aber gut, ist doch kein Problem, weil wie gesagt, das kommt immer ein bisschen später mit den Mods-Updates. Ja, und dann ist gut.
Ich habe es übrigens mal überprüft. Also die 1710 aus dem Bivus Tech Pack zum Beispiel, die Mod, die läuft stabiler, auch vom Chunk-Aufbau her, als die 1.14. Weil ich konnte das gar nicht glauben, Leute, als ich danach aufgenommen habe. Ich dachte, das ist mein PC, der schon wieder irgendwelche Mucken macht, ja. Da dachte ich auch so, das kann doch nicht sein. Ist das wieder eine Grafikkarte oder habe ich schon wieder einen Knopf vergessen zu drücken oder irgendwie Aufnahme, irgendwas schiefgelaufen oder so. Nee, Leute, dann habe ich das mal gegenübergehalten mit der 1.7.10-Version aus dem Vivus Tech Pack. Und da sind, was weiß ich, wieder wie viele hunderte von Mods drauf. Und dann habe ich den gleichen Spaß mal gemacht, dass ich gesagt habe, komm, wir fahren jetzt mal mit einem Boot. Das war ja noch dieses alte Bootsteuerungssystem. Fahren wir doch einfach mal, cool. Fahren wir doch einfach mal da so lang, ne, und gucken wir mal, wie die Chunks so laden tun. Und das war stabiler gewesen, ja, trotz der ganzen Mods und dieser riesengroßen Map, die wir da haben, als eine ganz, ganz popelige Welt, die wir geladen haben in der 1.14. Also es ist wirklich ein Armutszeugnis für die Firma, finde ich persönlich, ja. Werdet ihr beim Let's Play dann sehen. Ich habe da richtig angefangen rumzumeckern. Ich war richtig sauer. Da bin ich oder gestorben, weil mich da so ein komischer, hier so ein Dreizack-Typ da irgendwie, ja, gekillt hat da mit einem Ozean. Ich so, scheiße. Ich hab erstmal voll angefangen rumzubrabbeln, ja. Da war ich erstmal voll sauer gewesen. Ich so, oh, war wieder herzornig, ja. So, auch noch gestorben hier und so. War ganz witzig gewesen. Da könnt ihr euch wieder freuen, ja. Ein bisschen eskaliert da wieder. Naja, so war das gewesen hier. Also Ostern wieder einiges passiert zwischen Hochzeit, Krankheit und hier Versionsupdate, Gemeinschaftsaufnahme. Da möchte ich mich auch nochmal recht herzlich bedanken, dass es dieses Jahr wirklich super geklappt hat mit euch Jungs. Fand ich richtig geil, hat Spaß gemacht und können wir gerne öfter machen. Also sobald wieder irgendwas ist, wo eine Gemeinschaftsaufnahme anstehen könnte, gerne auch hier auf Unlimited World, bin ich gerne bereit dazu. Mit euch macht das immer mega viel Spaß und ja, wir sind ein gutes Team, finde ich. Gutes YouTube-Team hat sich hier zusammengefunden. Finde ich cool. Und ja, das hatten wir auf anderen Servern nicht gehabt. Zumindest nicht in dem Ausmaße. Und ja, das wächst und wächst und wächst. Es sind immer mehr YouTuber, die man kennt, die auch diesen Server hier kennen. Und ja, wenn man sich gegenseitig dann putscht und auch irgendwie so macht. Hier ist schon der Erste hier. Da, guten Morgen. Ja, good morning. Guten Morgen. Hast ein Kater... Fragezeichen. Ich habe doch den Drachen Bier geschickt. Osterpaket. Und der hat sich gestern erstmal voll einen angezwitschert. Da trinkt der innerhalb der kürzesten Zeit erstmal ein Scotch Ale mit 9% Umdrehungen. Ich so, wow. Und danach hat er gleich erstmal noch Weizen getrunken. Dann noch ein Schwarzbier. Und abends ist er dann so erstmal ordentlich so, oh, gute Nacht. Hat er erstmal schön geträumt. Ich habe ihn deswegen. Nee, schreibt er. Oh, okay. Alles klar. Bist in der Aufnahme, schreibe ich erstmal hin. Bist in der Aufnahme. Habe gerade über uns gesprochen. YouTube. Habe ich mich verschrieben? Nee. Ah, ist egal. Ich habe ja neulich sowieso... Nee, habe ich nicht. Ja, alles klar. ich habe neulich sowieso gehört, irgendwie wieder so einen geilen Artikel, ja, so aus der Soziologie mal wieder. Und zwar, es ist wohl in den sozialen Netzwerken egal, wie man die Rechtschreibung, also man kann auch alles klein schreiben und so und man wird wohl blöd angeguckt, wenn einer so ein altbacken Retro-Freak wie ich, so ganz konservativ, ja, mit Komma und mit Punkt und Groß- und Kleinschreibung halt, so wie man es damals in der Penne gelernt hat, ja, und das wird heutzutage gar nicht mehr anerkannt. Ja, tatsächlich. Ich such noch die Eier. Ja. Ich auch. 15 Stück. Die hier irgendwo rumliegen. Wo ist der Osterhase? Wir werden mal so auf den Osterhase mal irgendwie so die Fährte aufnehmen. Wie kann man die Fährte von dem Osterhasen aufnehmen? Ob man hier so ein System, so eine Taktik herauslesen kann? So analysieren, so ganz wissenschaftlich, hochakademisch? Wo könnten Eier versteckt sein? Eigentlich an Orten, da wo man... Also, wenn ich die versteckt hätte, ich hätte sie an Orte versteckt, da wo keiner irgendwie drauf kommt, dass die da versteckt sind. Fernsehstudio zum Beispiel. Käserei. Ja, jetzt hat er was gefressen, ne? Bitte Käserei. Ich habe 587. Okay. Da hat er auch wieder welche gefunden, glaube ich. Oh, da braucht er noch... Oh, dann braucht er noch ein paar. Bis 600. Ach, je. Was ist denn da oben eigentlich hier? Was ist denn das für ein Turm? Ach, das ist doch dieses bescheuerte Haus. Kommt man da jetzt rein eigentlich? Ja, hier dieses große Rätsel hier. Das ist bis jetzt noch nicht geklärt worden. Also ich glaube, das ist hier so ein Fake hier. Das ist hier so ein Hoax.
Ja, ihr wollt alle hoch und wollen gucken, wie sie da reinkommen, aber irgendwie kommt da gar keiner rein hier. 13 wäre nicht schlecht. Ja, die findet da bestimmt. Die findest du bestimmt, Drachen, ja. Also das ist ja ein Fake-Haus hier. Also da geht's definitiv nicht rein. Ich spring mal da auf das Gebäude rauf. Oh, das ist auch nichts mehr, ne? Ja, ich habe wie gesagt, also ich bin auch so ein bisschen mit meinem Latein am Ende, da ich auch nicht so wirklich weiß, wo ich jetzt hier noch suchen soll. Also das ist so ein bisschen schwierig. Jetzt kann ich mir so ein bisschen mal so den Dave vorstellen. Der hat natürlich schon vorher aufgegeben so ein bisschen und gesagt, ja, dass er keine mehr findet. Aber letztendlich hat er sie doch gefunden. Ja, Glückwunsch geht nochmal raus. Er hat jetzt auch seinen dritten Kopf. Finde ich richtig cool, dass er sich nochmal rangesetzt hat. Wir haben auch mit ihm gemeckert. Wir haben gesagt, ey, du gib mal nicht so schnell auf und so. Du findest die Eier. Wir haben die auch gefunden. Und das ist ja nun jetzt nichts irgendwie Verfluchtes oder so. Ja, das ist ja ein Faktum, dass die versteckt worden sind. Also die Anzahl 200, 650, die wird es schon geben. Da bescheißt uns keiner, ne? Soll ich nochmal Häuser nachschauen? Ich komme mit Spawn. Ja, wahrscheinlich wollen wir uns da mal am Spawn treffen, oder? Schätzen wir doch mal. Ups. Ach, hier sind wir wieder. Ach, er steht schon da. Guten Morgen! Was ist da los, ja, Herr Bierkonsument? Zu tief Biologie betrieben, was? Nee, das betreibe ich ja sonst immer, ne? Obwohl, heute war ich auch noch nicht früh shoppen gewesen. Müsst ihr mal machen, morgens früh um 9 erstmal ein Hefeweizenbier reinballern. So, ja. Schön in der Stammkneipe am Stammtisch hier. So, ich folge dir. Der will immer, dass ich hier... Och, Mann, komm, Drache, hier. Wo ist er denn hier? Ich folge dir. Cool, im Hintergrund läuft gerade eine richtig geile Playlist. Ja, im Hintergrund habe ich ein bisschen Playlist angemacht. Momentan bin ich so ein bisschen vom Witch House abgekommen und bin da jetzt so ein bisschen mehr auf IDM, also Intelligent Dance Music. Finde ich auch richtig interessant. Da sind ein paar richtig geile Sachen bei, so FX Twin und so. Nice, ey. Habe ich auch schön, als ich hier ein bisschen Jump'n'Run gemacht habe, habe ich mir so im Hintergrund angehört, so. Nee, ich weiß nicht. Was? Ja, dann gehe ich jetzt irgendwo hin, ja, ganz verpeilt. Komm, wir gehen jetzt mal. Wo gehen wir denn hin? Dann gehen wir mal hier hin. Ach, gehen wir einfach mal da rein hier. So, ich glaube, hier waren wir auch schon tausend und einmal gewesen, ja. Naja, gehen wir einfach nochmal rein. Weil es so schön ist. Diese grüne Wand hier, ey, diese alte Jägershütte hier, ey, die... Die kommt mir auch bekannt vor. Hier war nämlich das Ei. Also langsam weiß man ja auch schon, wo die Eier waren hier sogar. Ohne, dass ich mir sie haben muss anzeigen lassen mit einem Befehl. Weil man ist hier schon so oft drin gewesen. Ja, also wie gesagt, so systematisch ablaufen. Ja, man kann jetzt hier wirklich in jede Ecke gehen oder so. Weil man dann sagt so, naja, vielleicht ist ja ein Ei durchsichtig oder so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann das ein oder andere Ei so vielleicht sogar nochmal bekommt. Letztendlich... Für meine Zuschauer, die jetzt gerade den aktuellen Status, den Stand hier so sehen, ganz klar, hier wird nichts mehr draus. Also ein gestreiftes Ei oder so, das könnt ihr euch abschminken, weil dafür müsste ich, wie gesagt, die zwei Osternester mir holen. Und, ja, das schaffe ich, wie gesagt, nicht mehr. Da reicht die Zeit leider nicht aus, weil ich, wie gesagt, jetzt auch gleich los muss. Ich muss mich jetzt hier gleich fertig machen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde, also wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, die wir aufnehmen können. Dann muss ich den ganzen Kram hier zusammenschnippeln, rendern, hochladen auf YouTube und währenddessen das hochlädt, da bin ich schon mit dem Fahrrad unterwegs, mit meinem geilen Mountainbike hier. Ja, habe ich ja wieder schön geputzt hier, das Ding. Schön jetzt sommertauglich gemacht, ja, auch wieder Beleuchtung dran. Naja, aber auf jeden Fall schaffe ich das hier nicht mehr. Das heißt also hier, wir werden keinen zusätzlichen Kopf mehr bekommen. Ja, aber deinen Drachen hier, den können wir ein bisschen unterstützen hier. Ja, und vielleicht kriegt der ja noch seine Eier da zusammen. Hat er aber jetzt gefunden, ne? Da waren wir aber auch schon drin, glaube ich, hier. Was steht denn da auf dem Schild drauf? Altes Stadttor. Naja. Hier sowas zum Beispiel. Hier sind so eine Gassen hier. Da kann man immer noch mal so durchlaufen. So. Aber halt auch da ist... Irgendwo war auch ein Ei da, wo man so nach oben musste. Aber ich glaube, das war an einer anderen Stelle.
Ja, das ist schon tricky, ja. Also es sieht einfacher aus, als es ist. Nur wenn man dann wirklich so drauf angewiesen ist, so dass man sagt, so ja komm, wir wollen jetzt mal gucken hier, wo die ganzen Eier versteckt sind. Ja, und wollen wirklich alle haben, ja, dann wird es ein bisschen problematisch. Also. Hier war, glaube ich, auch eins drin. Ja, genau, hier war auch irgendwo eins drin. Aber das wird er schon haben, weil es so offensichtlichen Eier sind. Ja, hier ist so ein Rosenbeet. Kommt man da rein? Ja, hier. Ja, dann kann ich auch noch mal ablaufen. Vielleicht ist hier auch noch mal eins übersehen, aber eigentlich. Willst du mal reingucken hier? Ja, schwierig. Naja, also Fazit können wir, wie gesagt, sagen: Osterevent 2019 auf dem Unlimited World Server ist genial gewesen. Also ich beschwere mich nicht, ich hatte Spaß. Ärgerlich, wie gesagt, mit Krankheiten und so, aber trotzdem hat es mir richtig Spaß gemacht. Ich sage schön Dank an Unlimited World und wir haben diesmal auch viele bekannte Gesichter wieder gesehen. Den Black Hole übrigens. Grüße an Black Hole. Den habe ich ja neulich, ich glaube, das war er gewesen, mit seiner roten Schrift im Chat, habe ich ihn nämlich gelesen gehabt. Da war er online gerade. Dann bin ich ja hier rumgegangen, um zu gucken, ob ich ihn hier sehe beim Eiersuchen. Habe ihn aber nicht gefunden. Also, der war bestimmt gerade wieder am Arbeiten auf dem Server und hat hier irgendwas programmiert. Hier hat er Minecraft programmiert, da, ne? Aber hat keine Eier gesucht anscheinend. Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich bin wirklich alles abgelaufen. Wenn er kommt, wo ist er denn? Habe ich mich richtig im Sprintgang. Ja, so, wollte ich ihn nicht so überraschen, so von hinten, so buh. So, aber habe ihn nicht gefunden halt, ne? Naja, und Genius Timo hat auch schon gesagt, so, Mensch, er hat dieses Jahr auch so viel zu tun gehabt. Da hat er auch gar nicht so richtig viel geschafft irgendwie. Ist ja schade, Mensch. Ja, aber trotzdem, wir haben ja Gemeinschaftsaufnahme gemacht, war auch mega gewesen. Hat mich auch riesig gefreut. Und ist ja alles leer hier, sag mal. Ja, haben hier die Bude ausgeräumt? War die nicht mal voll? Herr Drachen, die haben die Butze ausgeräumt. Hier, komm, schnapp den Mörder, ey. Schnapp den Dieb. Schnapp den Kriminellen hier. Was ist da los? War da gerade ein Schalter? Ach nee, hier so ein Teil. So. Ich weiß gar nicht, ah, nee, Quatsch, das war bei, ich glaube, bei Delph in der Aufnahme war das gewesen. Da hatte ich noch ein Ei gefunden gehabt. In einer Region, die ich gar nicht kannte. Das war auch interessant gewesen. Das war in so einer Brücke. Also auch da war ich überrascht, dass man immer wieder was findet. Da, wo man, ja, vorher gar nicht war, obwohl man schon die ganze Karte so abgelaufen hat. Jetzt steht er da. Schau mal in der Gruppe. Was ist denn für eine Gruppe? Hä? Jetzt Facebook oder WhatsApp? Jetzt sag nicht Laberecke, da muss ich mein Ey, sag bitte Facebook, ich habe keine Lust jetzt aufzustehen und dann. Ach. Minuten, eigentlich ein bisschen länger. Ja, die Karte, die Dünnmap, die haben wir doch schon, aber da. Ach, da steht. Ja, also nicht kuscheln hier. Mal sehen, was er schreibt. Fröhlich und Sohnmetzgerei. Naja, Mensch. Einmal die Weißwurst. Oh, jetzt ist hier ein Keller runter hier. Oh.
Was ist eigentlich ein Abfalleimer oder was soll das sein? Da steht da hinten einfach nur so ein Druck. Das ist ja nicht überhaupt hier. Das ist so ein Bottich hier, so wo Blut drin ist, wenn es eine Metzgerei ist. Ich war noch nie in einer Metzgerei. Cool. Geht eine Tür auf und zu. So. Ach ja, Freunde. Ja, Mensch, ist schade eigentlich, ne? Dass es wieder so schnell vorbei ist. Man freut sich das ganze Jahr auf so ein Event. Und dann ist es vorbei. Aber es ist ja genauso wie hier Bierzelt, Oktoberfest und so, ne? Da freut man sich das ganze Jahr über. Ja, man spart ein bisschen Geld oder so, um sich einmal so richtig die Hucke voll zu saufen irgendwie. Und ja, dann irgendwie ist es dann, dann ist man da, man freut sich voll. Und dann auf einmal aber ist, das dann auch schon wieder vorbei, ne? Das ist dann irgendwie auch so, es geht dann immer so eine Zeit, so die man so mag, so die einem wirklich so gefällt, wo man so richtig so euphorisch ist, wo man so richtig dabei ist, wo man sich vorher richtig antriggert und so, ne? Wo man so richtig Bock drauf hat und dann auf einmal so BAM! Ja, ist die Zeit so, die geht dann wirklich wie im Flug vorbei und das ist natürlich auch immer krass, ne? Und jetzt endlich ist es so, jetzt fängt es auf Unlimited World an, ne? Wo man sagt so, komm, jetzt freuen wir uns eigentlich schon auf das Halloween-Such-Event wieder, ne? Und zu gucken, was ist denn das für eine Karte? Und dann stellt man sich schon wieder drauf ein, so, ach Mensch, ja, da sind ja dann auch Monster da und so, ne? Das sind dann so, ach, das sind ja dann so auch so interessante Sachen, ne? So, da wo man sich dann schon auf den Oktober dann wiederum freut. Aber das sollte man nicht machen, weil... Ja, überlegt mal, ey, dann ist wieder Adventskalender und dann ist das Jahr schon wieder vorbei, ja, dann rücken wir schon wieder auf die 2020 zu. Also ich finde, wir sollten das auch ein bisschen eher genießen, ein bisschen dafür mehr zelebrieren. Jetzt vielleicht ist es gar nicht mal verkehrt, dass wir jetzt nochmal so eine Aufnahme machen hier, weil wir das wirklich dann richtig zelebrieren und somit hat man einfach noch ein bisschen mehr von dem Moment, von der Gegenwart, als, ja, wenn wir jetzt schon wieder dem nächsten Event hinterher hecheln, ne? Also finde ich persönlich jetzt. Und deswegen, aber es ist schon krass, wie schnell sowas immer vergeht. Also ich schließe mich den Leuten an, die sagen, mein Gott, das ist Ostern, ist mal wieder wie im Fluge vergangen, ja. Ich hatte ja frei gehabt, wie gesagt, jetzt. Und ich meine auch, ey, krass, ey, wie die Zeit verrannt ist. Ja, man sieht es ja immer so. Wahnsinn. Ja? Also das Leben ist schon ziemlich kurz, wenn man das mal, wenn wir das mal so sehen, ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Mhm. Viele Türen. Macht's irgendwo nochmal Bing? Bitte, bitte, Eierchen, mach einmal Bing. 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 Macht aber kein Bing. Da! Yay! Da war ein Ei. Die Drachen, da war ein Ei. Ich krieg grad zu viel. 603. Ich hab ein Ei. Ich hab ein Ei. Aber nicht falsch verstehen, ja? I, was mache ich denn da nominativ groß? So. Ja, ich war hier echt noch nicht drin. Hier ist ein Ei. Hier ist ein Ei. Ich freue mich. Ah! Muttergiftkraft hat doch ein Ei gefunden, ey. Nein, dass mir das in dieser Aufnahme hier noch vergönnt ist. Ist das mal wieder nice. Ist das mal wieder geil, ey. Wie kann denn das sein, ey? In diesem scheiß Gebäude, ey. Waren wir da bestimmt auch schon ein Dutzend Mal gewesen, oder? Ey, da sind hier bestimmt noch mehr Eier drin. Hier sind bestimmt noch mehr Eier drin. Hier, guck mal, da geht's sogar noch höher. Guck mal. Ey, das kann doch gar nicht sein, ey. Wie oft waren wir hier drin gewesen? Wie oft, ey? Hunderte Male. Und auf einmal ist da ein Ei. Das kommt mir so vor, wie ob der Osterhase mit uns hier Schabernack betreibt. Ja? Dass der so sagt, so, Mensch, hier, da war doch schon ein paar Mal gewesen, da geht der bestimmt nicht rein, da lege ich jetzt nochmal ein Ei hin. So, weißt du, so hockt er sich hin und dann so. Da ploppt dann nochmal so ein Ei raus. Was? Hast du da ein Ei gefunden? Wo denn? Ja, komm. Mit allen mitnehmen, Drachen, alles mitnehmen. Ist doch ja nichts mehr. Geht's da rein, ey. Ja, ist ja toll, Mensch, hier. Was geht's denn da hin? Waren wir da schon drin? Zeig mal. Wir nehmen ja alles mit hier, komm. Einfach normal. Ob man da schon tausendmal war, egal. Dann liegt da halt normal. Da! Hier! Guck mal! Hier ist wieder ein Ei! Da ist schon Grünspan drauf. Ey, ich hab noch ein Ei! Ich hab noch ein Ei! Komm, ich schreib ihn das mal. Hier auch ein Ei. Hier auch ein Ei. Cool. 624. So.
Läuft! Da. Da. Da ist es. Ja, Leute, also es gibt wirklich noch Gebäude, wo anscheinend Eier drin sind. Also diese Idee, diese, ich nenne es jetzt mal Intention, vom Drachen 83 hier nochmal alle Häuser abzuchecken, ist vielleicht gar nicht mal so dumm, ja? Auch wenn man jetzt sagt, ne komm, wir waren da schon 1001 Mal drin. Also das habe ich jetzt hier so entdeckt, weil das hier so hinter diesem Pfeiler hier war, ja? So. Ja. Hallo. Leute, ich habe heute einen Schalk im Nacken, glaube ich. Aber ganz übelster Sorte. So, jetzt gehe ich mal da rein. So, boah, jetzt finden wir hier auch nochmal Eier oder was, ey. Ja, dann würde ich aber wirklich, ey, dann ist aber... Ich glaube, da müssen wir aber nochmal uns hier an die Jump'n'Runs ransetzen, oder? Wenn wir jetzt hier alle noch finden und dann wirklich die letzten 10 nur noch. Na, das wäre ja ein Ding. Also stellt euch mal vor, wir haben jetzt hier 640 Eier. Was würde ich machen? Ich glaube, ich würde irgendjemanden anrufen. Würde sagen, pass mal auf, hier kriegst du einen Kasten Bier. Pass mal bitte auf die Katzen auf für ein paar Stunden. Ja, ich muss hier Jump'n'Run machen. Also ich glaube, das würde ich sogar bringen. Das würde ich sogar machen. Dann würde ich irgendjemand beauftragen, den kriegt von mir einen Kasten Bier. Dann soll der mal da schön auf die Dings aufpassen, auf die Katzen. Geht's hier nicht hoch? Wieso geht's denn da nicht hoch? Ist hier nirgendwo eine Treppe? Quatsch hier so viel? Nee, hier nicht. War das nicht ein Gebäude, was hochgeht? Na klar. Moment. Das haben wir gleich. Eigentlich, da ist nämlich ein Fenster. Also entweder ist es so, dass man durch da hochkommt und hier unten es nur so ist. Es kann durchaus sein. Ja, hier habe ich alles. Ja, da war ich doch schon gewesen gerade. Darin. Ja, guck. Da ist nichts. Hier war ich auch drin. Da ist nichts. So. Ja, also das würde ich dann sogar noch machen. Also wenn ich wirklich jetzt hier so 640 Eier hätte, dann würde ich das wirklich so bringen. Dann würde ich sagen, ey komm, dann suche ich mir irgendjemand, der dann mal für ein paar Stunden auf die Katzen da aufpasst. Und dann würde ich hier erstmal volles Pfund, würde ich dann erstmal hier noch die Jump'n'Runs machen. Ich glaube, wenn man die 650 hat, dann hat man irgendwie die Chance, in die Top 10 reinzukommen. Da gibt es noch einen Kopf, dann gibt es einen Hasenkopf. Der sieht auch richtig awesome aus. Also ist auch richtig geil. Ja, ja, so ist das alles hier. So, gehen wir mal da rein hier. Achtet Haus hier mit diesen... Vor allem Büro. Büro. Ein bisschen französisch hier heute. So. Ach ja, komm, dann suchen wir nochmal alles ab hier. Wobei, also hier war ich aber definitiv auch schon öfters drin. Gulden. Nehmen wir mal nach oben hier. Da findet der echt nochmal in der Aufnahme zwei Eier, ey. Ich krieg ja schon wieder... Gut, die bringen uns jetzt nichts, ja. Davon mal abgesehen, weil in der Statistik jetzt, das ist, ich glaube, wir haben sogar mehr als letztes Jahr. Aber, das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Das ist so... Aber trotzdem, ist cool. Ich finde das geil. Weil da sieht man, also entweder haben wir das übersehen gehabt. Ja, das, diese Möglichkeit besteht ja, diese Option, dass man einfach sagt, okay, wir übersehen das. Dann vorbeigelaufen in aller Eile oder so. Oder wir waren gar nicht in dem Haus gewesen. Das hätte auch sein können. Ne? Das war so sagen, so okay. Ja, man weiß es nicht. Ja, gehen wir erstmal hier rein. Ach, hier ist wieder so ein ganz verwinkeltes Zimmer hier. War da hinten schon gewesen? Ja, ne? Das heißt, da müssen wir jetzt hier wieder runter. Was? Bade? Was? Wie heißt das? Badeschark? Badewannschark?
Kann das sein? Habe ich das richtig gelesen? Irgendwas mit Shark, mit Hai? Hm. Oh, also Drachen mal so. Jetzt ist er weg, pass auf, jetzt gehe ich mal in Sneaken rein, dann sieht er nämlich meinen Namen, glaube ich, nicht mehr. Also springe ich ihn an, so. Boah. Wo ist er denn? Mensch, steht da. Cool. Ach ja, ein bisschen Fröhlichkeit muss sein hier. Im tristen Alltag hier, Mensch, hier mit Eier suchen. Wieso will ja die Kutsche rein? Das geht nicht. So, da waren wir drin. Was ist das hier? Balsam für dein Fahrrad. Ach was. Okay. Balsam für dein Fahrrad. Das ist Fahrradwerkstatt hier. Schutzhülle fürs Rad. Ah ja. Ist da oben was mit? So, jetzt sind wir hier wieder bei den Kühe gelandet. Ja, gehen wir mal in die Richtung. Ja, Freunde, ich würde sagen, es ist so langsam aber sicher an der Zeit, Adios zu sagen, Adieu und Goodbye. Es war wieder schön gewesen mit euch hier zusammen, ja, am Oster-Event. Schönen Dank übrigens auch für Kommentare und hier, wo ihr mir hier geschrieben habt. Wie gesagt, fand ich auch richtig cool. Jetzt hier im Chat, ne, bei vielen Gemeinschaftsaufnahmen zum Beispiel. Auch im Forum für die Nachrichten und generell unter die Kommentare natürlich auch Feedback und was alles da noch kommen wird wahrscheinlich. Ich spreche jetzt einfach mal für die Zukunft. Ja, Freunde, und sage einfach schönen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen ein bisschen. Ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen und sagt einfach, ja, Mensch, war doch lustig gewesen. Und klar, es ist, wie gesagt, ein bisschen was schiefgegangen. Nur Gesundheit, Erkältung und jetzt, wie gesagt, mit privat mit meinen Eltern, mit den Katzen aufpassen. Dafür kann ich ja letztendlich nichts. Aber ich denke, so eine Sachen sollten immer Priorität haben. Und es ist auch gut, dass man feststellt, dass es solche Prioritäten gibt, sag ich jetzt mal als Philosoph. Weil, ja, ansonsten könnte ja sein, dass ihr dann so PC-Gamesüchtig seid. Ne? Und wenn man, sage ich mal, noch so die wichtigen Dinge im Leben im Griff hat, sage ich mal, dann ist, glaube ich, alles tutti, also alles im grünen Bereich. So, Freunde, der Drachen fragt schon, wo ich bin, der hat mich verloren. Ja, ich bin bei der Abmoderation und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal noch ein schönes Wochenende, weil das ist ja jetzt gerade aktuell, wenn das Video online kommt, hoffe ich zumindest. Und ja, wir sehen uns wieder ganz normal dann in der nächsten Woche Sonntag soll es dann eigentlich sein. Wieder ganz normal in Unlimited World auf unserer Zone und dann wollen wir mal gucken, alles ein bisschen ruhiger angehen lassen nach der ganzen Aufregung jetzt hier. Und dann wollen wir mal gucken. Eine Empfehlung sei mir noch gegönnt, rauszukloppen. Und zwar schaut mal bitte beim Minecrafter Dave vorbei auf seinem Kanal. Der kann auf jeden Fall auch noch ein paar Abonnenten gebrauchen und auch noch ein paar Views. Und er wird definitiv am Sonntag um 22 Uhr hier mit dem Drachen 83 zusammen vielleicht sogar noch mit dem Pinecraft aufnehmen. Und da, wo ich wie gesagt nicht da bin, und da könnt ihr dann das Ende, ja, dann bei ihm sehen. Ja, dann wird er bestimmt noch mal einen Gruß da lassen oder so. Unterstützt ihn mal ein bisschen, ne? Macht da mal ein bisschen Promotion da, das wäre schon ganz nice. Gut, Leute, euch einen schönen Tag und tschüss!